Warum hast du dich dazu entschlossen, bei Undercover Boss mitzumachen? Tja. Wenn man Boss ist, dann wird einem ja so eine Welt auch vorgespielt. Alles ist super und es läuft perfekt und ähnliches. Und natürlich versucht man im täglichen Geschäft zu verstehen, ob das wirklich so ist. Und meistens ist es auch so und man kann da wirklich auf den Grund tauchen. Aber ich habe natürlich eine besondere Beziehung zu Starlight Express. Und da ich da selber gearbeitet habe mit den Kollegen, die da heute noch arbeiten als Bühnenmeister, 1990 bis 1993, verstehe ich natürlich relativ viel von den einzelnen Abteilungen, weil ich da en detail mitgearbeitet habe. Und ich fand es sehr spannend, das nochmal zu reflektieren, jetzt in einer anderen Position als Praktikant, der da auf einen Job hofft, ja, und durch die verschiedenen Abteilungen geschickt wird. Und das fand ich sehr spannend, mal zu sehen, wie da die Mitarbeiter reagieren und vor allen Dingen auch, wie ich reagiere. Wie hast du dich äußerlich verändert, damit du von deinen Mitarbeitern unerkannt bleibst? Ah, total krass. Ich habe ja von Anfang an gesagt, also das wird nichts. Ja. Wir sind in der Branche tätig, wo wir das Verkleiden und Verstellen sozusagen quasi zur Berufung gemacht haben. Jetzt ich nicht als Schauspieler, aber zumindest unsere Kollegen in den Theatern. Und ich habe auch das Gefühl, dass ich eigentlich immer relativ nah an den Mitarbeitern dran bin. Also eigentlich müsste mich jeder erkennen, egal ob ich jetzt einen Hut auf habe oder nicht. Also musste die Verwandlung schon extrem sein. Und dann kam das Produktionsteam und hat das wirklich extrem gemacht. Sozusagen bis auf die Messerspitze getrieben, mir die Haare abgeschnitten. Ich habe mir einen Ohrring stechen lassen. Ich habe einen Fettsuit anbekommen, um einfach kräftiger auszusehen. Ich habe falsche Zähne bekommen, sodass sich meine Sprache geändert hat. Ich habe Pupillen schwarz machen lassen, eine Brille getragen. Also wirklich alles extreme Veränderungen, die selbst meine Frau geschockt haben. Also die Anna hat sich gar nicht eingekriegt. Meine Tochter war völlig irritiert. Marlene war also, wer ist das denn und warum bist du so anders? Und ich musste sie dann erstmal aufklären, was ich jetzt gerade gemacht habe. Und dann war das okay, dann konnte sie auch viel darüber lachen. Aber all diese Veränderungen, auch der Gang, ich bin dann anders gegangen, einfach um möglichst wenig Angriffsfläche für die Wiedererkennung zu liefern. Und das hat tatsächlich funktioniert. Also man kann gespannt sein in der Sendung, ob es jemand aufgefallen ist oder nicht. Was ist dir in der Woche bei Undercover Boss am schwersten gefallen? Für mich war am schwersten eigentlich die gesamte Situation, dass ich Schauspieler bin. Weil ich musste mich ja permanent irgendwie kontrollieren, dass ich nicht auffalle und ähnliches. Und das ist natürlich nicht meine Berufung. Das kann ich nicht. Dafür gibt es Profis, die das können. Also ich habe mich da irgendwie so durchgequält. Und das war gerade bei den ersten Malen mit den Kollegen, war das wahnsinnig schwer. Weil ich spreche die ja normalerweise anders an, als ich sie jetzt angesprochen habe, als Jörn Walter in meiner Rolle. Und das war das für mich das Schlimmste und Herausforderndste. Von der Arbeit her fand ich das eigentlich alles ziemlich cool, muss ich sagen. Also ich fand es sowieso cool bei Starlight in der Rollschuhabteilung. Das war klasse mit Boris in Hamburg im Meertheater, in unserem neuen Theater. Das war super, weil der sprach dann mit mir als Jörn Walter über Mike Kloko, seinen Chef. Das fand ich echt abgefahren. Das ist leider in der Sendung nicht zu sehen, aber das war schon komisch dann. Und das Gespräch dann woanders hinzulenken, ja, damit man nicht jetzt plötzlich da in so eine komische Situation kommt. Und ich hatte dann auch ein bisschen gedacht, naja, vielleicht schimpft der eine oder andere so auf die Arbeitsbedingungen oder auf den Chef oder irgendwas. Aber gar nicht, ja. Die leben das, die lieben das und das ist, dafür stehen die ein und das fand ich toll. Das fand ich wirklich toll. Ob ich jetzt in der Maskenabteilung tatsächlich zum Perückeknöpfen geeignet bin, das würde ich mal bezweifeln. Also ich glaube, da war ich nicht so solide. Das führte dann auch tatsächlich zu einer Verletzung. Die Kollegin hat sich dann verletzt aufgrund meiner schlechten Ausführung der Arbeit. Das ist, war natürlich nicht so nett. Aber im Großen und Ganzen fand ich das toll. Aber sich selber verstellen zu müssen, damit andere eigentlich erkennen, das war für mich sehr gewöhnungsbedürftig. Hat irgendwas überhaupt nicht geklappt? Naja, diese Umzieherei von den Darstellern hinten während der Vorstellung bei Starlight, das war natürlich schon eine Herausforderung. Also ich im Fettsuit, ja,
meine Szene immer, dass sie kurz vorm Rausfallen waren, ja, und dann kommt es natürlich, wie es kommen muss. Ich sollte jetzt einen Darsteller endlich dann alleine umziehen während der Show, ja, und die Dresserin sagte mir, das musst du so und so machen, okay, dann versuchte ich das und es klappte dann nicht, ja, und dann musste der aber ja wieder auf die Bühne und der wurde jetzt auch nervös natürlich und fing dann an zu ziehen und zu drücken und plötzlich habe ich diesen Rollschuh am Kopf gehabt, meine Brille flog weg und ich in der Situation habe ich dann natürlich auf Englisch versucht mit ihm zu sprechen, obwohl ich die ganze Zeit in der Sendung ja behauptet habe und auch während meiner Arbeit, ich kann kein Englisch, dass das immer ein großes Problem war. Und dann habe ich erst gedacht, oh, jetzt hat sie mich erkannt oder er. Aber die waren selber auch so gestresst in der Situation, dass sie das auch ignoriert haben. Und erst später ist ihr das aufgefallen, nachdem wir alles aufgelöst haben. Und ich dachte, hast du das nicht gemerkt in der Situation, dass ich dann angefangen habe, Englisch zu sprechen? Das jetzt, wo du es sagst, ja doch. Also das war für mich besonders schwer, weil ich natürlich weiß um den Druck, den ein Darsteller hat, wenn er jetzt zur richtigen Szene auf die Bühne will und dann sitzt er so ein Trottel wie ich und kriegt seine Rollschuhe nicht ausgezogen. Ja, das führte dann Gott sei Dank nicht zu einer Verletzung bei mir und er hat es am Ende auch geschafft, aber das war schon eine sehr stressige Situation. Worüber hast du dich am meisten gefreut oder was war für dich so eine besondere Überraschung? Also gefreut habe ich mich besonders, dass ich im Skate-Department dort gearbeitet habe und mir danach auch tatsächlich gesagt wurde, also der Jörn, der könnte da anfangen, weil der kann das. Das fand ich schon toll, dass jemand, der das eigentlich so nicht machen muss, von sich aus das sagt. Ja? Also das war schon schön zu sehen, weil er auch so eine soziale Komponente mitspielte. Es ging jetzt also nicht nur darum, dass da Kameras waren, sondern der meinte das tatsächlich ernst. Und das fand ich schon toll, dass das so ist. Naja, und am Ende natürlich ist die Auflösung ist natürlich eine ganz emotionale Geschichte. Ja. Man weiß jetzt ja, dass die Mitarbeiter natürlich nervös sind. Das sind Kameras und so und die müssen zum Chef kommen und nach Berlin. Und hallo, was will der jetzt von mir? Und habe ich jetzt irgendwie was falsch gemacht? Und alle haben auch da immer noch sehr professionell reagiert. Ja? Und erst dann, als es aufgeklärt wurde, dann tatsächlich brachen dann die Emotionen los. Das war schon schön zu sehen, wie sehr die Leute immer fokussiert sind auf ihre Aufgabe und eigentlich das drumherum gar nicht wahrnehmen, ja? was so passiert mit ihnen medial und mit Kameras und so weiter und so fort. Und unsere Covergeschichte war natürlich auch toll. Ich meine, wie bringt man einen Praktikanten in die Theater, ohne dass er erkannt wird, indem man ein Fernsehformat kreiert. Ja? Hop oder Job, ne? Oder Top oder Job hieß das, glaube ich. Da wurde eine ganze Fernsehserie draus geschrieben dann und ich war dann Jörn Walter und der arbeitslose Jörn Walter kann eben einen Job bekommen und muss dafür Praktiken durchlaufen, durch verschiedene Positionen und deswegen wird er von Kameras begleitet, weil am Ende wird daraus ein Fernsehformat. Entweder er kriegt 5.000 Euro oder er kann den Job bekommen. Ja? Und das haben die Leute natürlich erstmal geglaubt, weil wir sind mit Medien, das sind wir gewohnt in den Theatern, das ist permanent, ist irgendein TV-Sender da oder irgendjemand mit der Kamera. Ja, so das, und dann wird man natürlich als Mitarbeiter nervös, weil man weiß, man ist jetzt auch immer dabei, ja, und natürlich geht es um den Praktikanten, aber man selber ist ja auch im Fernsehen und das ist ja schon besonders und dadurch hat das natürlich total geklappt, ja, und die Leute haben keine Ahnung gehabt, wirklich keine Ahnung bis zum wirklichen letzten Ende und dann zu sehen, wie sich alles auflöst und die Emotionen durchbrechen, das war schon schön. Das war besonders schön. Was war für dich die größte Erkenntnis, die du aus der Woche mitnehmen konntest? Die größte Erkenntnis? Persönlich, ich hätte vielleicht doch Schauspieler werden können. Spaß beiseite. Also die schönste Erkenntnis war eigentlich zu sehen, dass an allen Positionen, mit denen wir Mitarbeiter, mit denen ich gearbeitet habe und mit denen wir gedreht haben, die jetzt nicht alle in der Fernsehsendung sind, übrigens sind ja nur ein Teil mit, werden da ausgestrahlt, dass die alle ihren Job leben und lieben. Ja? Und zwar bis ins Detail, bis ins letzte Detail. Ja? Also da werden Überstunden gemacht, da wird die Schraube auch beim 3000. Mal nochmal kontrolliert, ob sie denn stimmt. Ja? Obwohl das jetzt seit, ich weiß nicht, 28 Jahren immer jeden Abend gehalten hat, wird sie trotzdem kontrolliert, ob sie hält. Das zu sehen, mit welcher Genauigkeit und mit welchem Engagement Leute das machen, ja, und da auch keine Nachlässigkeit dulden, also von niemandem, auch von mir als Praktikant, nicht wenn eine Kamera dabei ist, ja, das ist schon toll, das ist schon wirklich zu sehen und viele identifizieren sich so weit, dass das für sie tatsächlich ein wichtiger Bestandteil ihres Lebens ist. Ja. Na gut, man verbringt ja auch 40 Stunden in der Woche in der Regel in den Theatern und bei den Produktionen und da gehen die Leute schon drin auf. Ja.
Das ist toll. Ich habe gedacht, dass, da bin ich eine Ausnahme. Nee, bin ich nicht. Da gibt es ganz viele, die genauso sind und das genauso lieben und leben. Mit wem wirst du dir die Ausstrahlung im Fernsehen angucken? Ah, die Ausstrahlung, wenn die kommt, ist natürlich Familie als erstes. Die werden da sein, Freunde, wenn wir ein paar Freunde einladen, die alle schon ganz gespannt sind. Aber es gibt auch ganz andere, das ist vielleicht noch ganz interessant, es gibt ganz andere Reaktionen. Kollegen, also andere Produzenten oder Firmenchefs, die mich kennen, haben mich angerufen und gesagt, Mensch, also Gratulation, das ist ja echt mutig, ja, dass du das gemacht hast. Und wir sind alle sehr gespannt. Also ich bin natürlich auch ein bisschen, wie soll ich sagen, nicht ängstlich, aber ja, gespannt auf die Reaktion auch von den Leuten aus dem Geschäft, mit dem man so zu tun hat. Ja? Also unsere Vertriebspartner, unsere Busunternehmer, die Hotelpartner und. Also, und unsere eigenen Kollegen natürlich auch, die ihre Kollegen wiederum beurteilen und ihren Boss beurteilen. Das ist natürlich für mich die wichtigste Erkenntnis. Und ich hoffe, dass das Publikum sich unterhalten fühlt und das auch entsprechend honoriert mit einer hohen Einschaltquote. Also Daumen drücken, dass das funktioniert.